Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios, einer neuen Folge Creativeverse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Es ist noch dunkel draußen und da liegt eine Truhe. Ich hab's hinbekommen, dass das hier richtig funktioniert. Wie, also hoffe ich mal. Ich habe fünfmal bin ich hoch und runter, ohne Tod. Deswegen bleibt mal dran, dann zeige ich euch wie. Also, das ist geblieben. Hier habe ich ein bisschen was verändert. Nämlich hier habe ich den Föhn weggenommen und eine Schräge reingemacht, weil ich glaube, ich bin immer gestorben, weil ich dagegen geknallt bin. So, und jetzt kann ich hoch und runter. Ey. Warum um Gottes Willen? Knall ich da jetzt schon wieder drauf? Ich verstehe es nicht. Ey, fünfmal ging's gut. Ich verschwöre es. Und hier ist er gerade richtig am Lecken. Das sehe ich an der Hand. Deswegen bloß weg hier. Da rein. Ey, nee. Keine Ahnung, ey. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll sonst. Wie ich diesen Sturz aus der Höhe hinbekomme. Na, da stehen sie alle und warten nur auf mich. Na, guck, ich bin hier. Genau, das ist diese Kante. Dich einfach mal hier hinsetzen. Davon ab, dass ich das jetzt nicht weiter benutzen werde. Ziehe trotzdem die Schräge hin. Und wir machen einfach mal hier weiter. Sonst wird das ja nichts mehr. So. Denn wir wollen hier auf jeden Fall noch weiter hinaus. Die Frage ist, wie weit wir können. Also hier können wir, glaube ich, gar nicht weiter. Eventuell noch zwei nach oben. Hier kann ich auch nicht weiter, ne? Ja doch, hier geht es noch weiter hoch. Ich jetzt sage hier zwei Wege nach oben ziehe. Hier geht es nicht weiter. Hier, genau, hier komme ich mich da so raus. Das gefällt mir nicht. Ja, viel Platz ist halt nicht. Müssen wir mit leben. Versuchen wir hier hoch zu huschen. Gucken, ob wir im Baum bleiben. Ah, sieht gut aus. Da kommen wir ein bisschen daneben raus, das ist aber nicht schlimm. Na, hier auf die Ebene gehen. Das müsste ja dann rein theoretisch. Perfekt. Nehmen wir hier nämlich schon mal ein bisschen was weg. Der geht ja dann höher, klar.
Der kann sogar bleiben. So. Zwei nach oben, einer nach unten. Der ist ja hier geblieben. Mehr oder weniger. Den nutzen wir aber erstmal nicht. Gesagt, versuchen das mal gleich zu halten. 1, 2. Wenn wir hier, sag ich mal, den Fußboden legen. Wäre das hier nämlich die rote Ebene. Ne? So. Aber uns fehlt es jetzt doch wieder schon an Blumen, an gelben. Suchen wir uns mal welche. Na gut, hier sind wir ein bisschen sehr hoch. Da, ja, an gelben sage ich schon, an roten. Wozu haben wir denn die Bäumchen hier? Ja, wir hätten uns mal die Dinger mitnehmen können, aber egal. Na, sieht auf den ersten Blick von hier aus so nur ganz vernünftig aus alles. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich will es gar nicht probieren. Haben wir denn 15 Stück haben wir noch, das sollte gehen. Deswegen mal hier kurz abwarten. Ja, da kommen wir nicht rum. So. Von hier aus kann man denn von mir aus noch mal einen hochziehen. Super. Ich werde dich hier gleich mitnehmen. 1, 2, 3. Dahin, dahin, dahin. Nun sollen wir es auch alles doppelt und dreifach machen. Wäre ja blödsinnig. Zwei, drei, vier. Zack. Hier kommt einer hin. So. Da kommt einer hin. Lass mich hier mit dich, lass mich mit dich. So. Baum weg. Natürlich an
entsprechend hier alles raus. Das wird ein cooles Baumhaus. Baumstadt. Wie auch immer man es bezeichnen will. 2, 3, 4, 5, doch passt. Ich war gerade verwirrt. Bin ich öfters. Da sollten wir erstmal so anfangen. Oh shit. So. Rot. Ein, zwei, drei, vier. Das gefällt mir nicht. Ja, ein bisschen improvisieren müssen wir zwischendurch. Dass solche Fehler nicht passieren. So. Wie gesagt, von außen soll man es gar nicht so sehen können. Getarnter Baum. Wollen wir es nochmal probieren? Wir müssen ja so oder so zurück. Es funktioniert rein theoretisch. Ah, wir müssen da importen. Ja, Hauptsache, wir haben denn diesen Verteilerpunkt, sag ich mal. Eine Ebene. Dann geht es in die zweite mit dem einen, in die dritte mit dem anderen. Dadurch haben wir nicht das Problem mit den Fahrschultasten wieder und Eva das hinbekommen haben auf diese Höhe. Das ist es, ihr seht ja schon, es ist so schon ein Problem, aus den Fahrstuhl rauszukommen. Deswegen immer diese extra Föhne hinten rum. So, jetzt muss er hier natürlich erstmal nur laden. Hier ist nämlich alles gelb. In welche Richtung? In die. Nicht genau. Die falsche. Das wird immer übler. So. Das sind 18. Geht wenigstens auch ein bisschen was. Hier lassen. So. Den natürlich weggenommen. So, und zurück. So, rein theoretisch sollten die Fans, die wir haben, auch reichen. So hoch ist es ja nicht. Ich habe schon den Dings gehört, also sollten wir auch gleich da sein. Da müssen wir hin. Ups.
Hoch. Dafür habe ich mir das gemacht. So. 1, 2, 3, 4. Das hier drüben weggeruppt? Ja, habe ich. Hier jetzt einen Fehler reinbauen, wäre nicht so cool. Da müssen wir uns nämlich nochmal komplett durchgraben. So. Das wollen wir alle nicht. Wir sind bald unten. Sieht nach einer vernünftigen Höhe aus. Den ganzen Baum müssen wir eigentlich abreißen, das ist ja auch das Schöne. So, und hier haben wir die Ecke. Perfekt. Jetzt darüber. Was wir haben, das haben wir. So, zack. Ist mal weg damit. Boah, ekelhaft. Okay. 1, 2, 3, 4. Machen wir hier mal zu. Wo kein Baum ist, muss kein Baum hin. Und hier können wir eigentlich auch komplett dicht machen. Komplett so in den Baum eingelassen quasi. Sonst weggerissen, aber egal. Das kann ja noch offen bleiben. So. Zack, hier unten wieder rot. Reicht genau, perfekt. Nur der nicht. Die passen auch. Hier muss natürlich auch noch der Boden hin, den ich mir auch da oben schon hin, unten in die Hobbithöhle gesetzt habe. Da ist er. Thank you.
Ja, rot kann ich jetzt keinen mehr machen. Ne? Nee, weil der noch nicht fertig war. So. Nicht verkehrt. Dann brauchen wir eh noch einige. Zu. Und hier können wir auch zumachen. Passt. Ja, was machen wir jetzt hier? Gucken erstmal. So im Großen und Ganzen funktioniert es zumindest. Ja, außer dass wir hier komplett was vergessen haben. So. Und der schießt mich dann wieder hier raus. Den hier wegnehme, flupp, passt das. Einen Routen habe ich ja noch, ne? Ja, genau. Nehmen wir wieder zwei. Zack. Jetzt noch mal runter. Ich hatte gerade Angst, auf den Vorsprung zu landen. Deswegen lieber so. Och. Okay. Und jetzt müssen wir das Ganze hier natürlich noch ein bisschen schicker machen. So können wir es ja nicht lassen. Jetzt mal weiß, weiß. So. Die braucht man ja so weiter gar nicht, es sei denn, man will wieder runter, aber so braucht man sonst hier gar nicht herkommen. Wenn wir mal ehrlich sind. Jetzt müssen wir hier die gute Kombi aus Holz und dem hier finden. Kann ich hier noch eine wegnehmen? Boah, super. Stell dich mal nicht so an. Zack. Das ist viel wert. Dadurch muss ich hier nicht direkt die Kante setzen. Man kann jetzt eher sagen so. Vielleicht eher.
Ja, ist halt eine kleine blöde Aufteilung. Aber egal, kannst du nichts machen. Ist so halt. Fenster eventuell. Die richtige Breite. Hat die richtige Breite dafür, für diese Zwischenebene. So, denn da nochmal wieder das normale Holz. Das kann auch denn bleiben in dem Fall. Ich will nicht runterfallen. Ich habe Angst, aber ich brauche diese Platten. Was können wir denn noch machen? Wo haben wir denn noch Materialien für? Kannst ja auch so machen. Ist jetzt auch nicht schlimm. So. Hier wäre jetzt die andere Ecke angesagt, die wir nicht dabei haben. Wir müssen ja hier ein bisschen auf das Holz zurückkommen. Ein bisschen zumindest. So, auch die andere Ecke hin. Das heißt, hier würde das wieder so rankommen. Wieso? Und die haben wir eh diese Ecke, die ist halt ein bisschen blöder, aber da kannst du nichts machen. Jetzt ist es hier nochmal weiß. Ist halt eng und gemütlich, sage ich mal. Okay, wir müssen runter. Wollen wir es probieren? Wir leben! Uhu! Was wollte ich jetzt? Ich habe keinen Platz. Weg damit. Muss noch was loswerden, dich hier zum Beispiel. Du kannst auch weg. Was sagt die Uhr? Ah, schon wieder voll überzogen. Warte, das machen wir jetzt aber noch schnell. Damit wir hier die Zwischenebene wenigstens halbwegs fertig haben. Ecken und Kanten, ne?
So. Hier müsste man eigentlich auch die hier hinsetzen. So. Und hier wäre es dann hinfällig. Dann pack vielleicht die hier so ran. Nee, lieber ohne. Ja, so. Und hier bräuchten wir jetzt noch eine schöne Decke. Lampe hier, warte mal. Hell genug ist es. Okay, nochmal Versuch. Wir leben immer noch. Sicher, es funktioniert zwischendurch. So ist es nicht. Ich habe euch nicht angelogen. Hier nämlich noch dahin. Ja, das ist mir bewusst, dass da das Holz ist, ist aber auch so gewollt. So, damit haben wir hier die Zwischenebene fertig. Wir können hier rausgucken. Was kommen wir gucken noch mal runter. Bitte überleb, bitte überleb. Jawohl. Ist auch früher Morgen, sprich, es ist noch ein bisschen düsterer. Da haben wir die Fenster. Und ist nicht verkehrt. Das Geschwür haben wir nicht gebaut, es war da. Darauf kommt es mir jetzt ja eigentlich nur an. Es war schon da. Und es ist relativ unauffällig. Sieht von hier aus wie so ein Totenschädel. Nö, sehr schön. Haben wir wieder gut was geschafft hier. Die Hobbithöhle mit dem Baum. Mit der ersten Ebene in diesem Baum. Der ersten von vielen. Wie gesagt, ewig lange Folge. Aber egal, es steht. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.